Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, wir sind am Montagvormittag, Montagmittag. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich das Video hochladen werde, aber es wird mal wieder eine Änderung geben. Seither, seit dem letzten Mal, dass sich was geändert hat. Ihr habt schon gemerkt, letzte Woche sind leider keine Videos hochgekommen. Mich hat es dezent erwischt. Ich lag quasi nur im Bett. Hat aber in der Zeit auch Zeit, mir mal verschiedene Sachen zu überlegen oder auch zu bedenken, was ich machen möchte und wie ich was weitermachen möchte. Und ja, grundsätzlich werden sich ab der jetzigen Woche die Upload-Termine ändern. Fürs Erste, heute und morgen wird Captain of Industries kommen. Da habe ich zwei Videos schon ready, die stehen schon draußen. Und dann wird es sich noch entscheiden. Ich bin mir bis jetzt noch nicht ganz sicher wegen Termin. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich es am Dienstagabend schaffen werde, die erste Folge City Skylines 2 schon aufzunehmen. Dadurch, dass ich erst am Donnerstag einen Feiertag habe, könnte das ganz interessant noch werden. Grundsätzlich sonst aber eher wahrscheinlich wird sein, dass wir Mittwoch und Donnerstag diese Woche Global Space Program wiederbekommen. Ich kämpfe zwar immer noch ein bisschen mit den ganzen Install-Dateien und habe ein paar Probleme beim Bauen von Raketen, aber es wird langsam wieder. Und da müssen wir auch schauen, dass wir, oder muss ich mal schauen, dass wir da stetigen Vorteil kriegen. Aber die Fehler, die ich habe gemerkt, dass ein paar Fehler mit meiner Installation waren, deswegen es auch so extrem schwer war, so irgendwie in den Orbit zu kommen. Mit der Installation ging es um einiges einfacher, bis jetzt, was ich testen konnte. Und diese komischen Avionics sind nicht anders als so schwer und groß wie die, die ich hatte. Ja, außerdem habt ihr schon mitbekommen, Cities Skylines 2 wird jetzt ein neues Let's Play, bedeutet, wir werden ab sofort drei Let's Plays gleichzeitig fahren. Dadurch aber von drei Folgen die Woche auf zwei Folgen die Woche runter reduzieren. Genau, bedeutet, es wird wahrscheinlich ab sofort dann so sein, dass Montag Captain of Industries kommt, genauso wie am Donnerstag. Dann Dienstag und Freitag kommt. Da werde ich City Skylines 2 bringen, Entschuldigung. Und dann Mittwoch und Samstag kommt Kerbal Space Program. Kerbal Space Program wiederum wird sich entwickeln. Ich werde schauen, dass ich sozusagen ein bisschen noch aufstocke, bis die erste Folge jetzt veröffentlicht werden muss. Ich glaube aber nicht, dass wir das hinkriegen, beziehungsweise dass ich so weit komme, dass wir wirklich auf demselben Stand sind wie jetzt aktuell im Let's Play, weil ich einfach noch ein bisschen am Probleme fixen bin, die es in diesen komischen Installs gibt. Das ist ein Aufwand, das sage ich euch. Gut. Genau, und dann wird es halt wieder mit schönem Abstand zwischeneinander laufen. Ich will auch schon, dass ich in Zukunft einen kompletten Overhaul vom Kanal mache, bedeutet neue Overlays, neues Thumbnail, allgemein die ganzen Thumbnails für alle Let's Plays mal überarbeiten. Schauen, ob ich da ein neues Design mal machen will oder ob ich da jemanden finde, der mir da unterstützend sein kann, weil ich bin leider artistisch gesehen nicht wirklich der Beste in dem Fall. Da kann man mich leider irgendwo gegen die Wand schmeißen. Genau. Also im Grunde, ich will den Kanal ein bisschen mal wieder überarbeiten. Das wird aber alles wahrscheinlich erst zu Neujahr passieren, denn zu Neujahr ziehe ich um und habe einen kompletten Keller für mein Gaming und Let's Plays. Alles aktuell bin ich in einem mini kleinen Zimmer mit meiner ganzen Technik. Das wird sich ändern ab Neujahr. Da ziehe ich in ein Haus. Da wird das Ganze ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Facecam bekommen. Ja, man wird es kaum glauben. Ich habe einen Greenscreen schon Ewigkeiten da, aber mir der Platz, ehrlich gesagt, in diesem Raum hier einen Greenscreen aufzustellen und alles und wieder hoch runter. Ich habe eh zwar schon einen mobilen, aber der ist einfach zu groß. Außerdem bin ich mir überlegen, ob wir in Zukunft wieder Livestreams bringen. Aktuell haben wahrscheinlich ein, zwei Mal mitbekommen, habe ich ein paar Livestreams gebracht von Stellaris. Zwei Stück waren jetzt mit über 6 Stunden dabei. Da kommt noch eine dritte Streamer, der wird sich noch, ich denke mal, fast um einen Monat benötigen, bis wir den nächsten Termin haben. Ich bin aber überlegen, ob ich in der Woche ein oder zwei Stunden Streams mal mache oder zwei, drei Stunden Streams von verschiedensten Spielen. Da sind noch die verschiedensten Sachen offen und wenn, dann wird eh wahrscheinlich mal ein Fragepoll online kommen. Außerdem bin ich mir überlegen, ob wir in Zukunft irgendwann einen Community-Server entwickeln, aber
Ich glaube, bis wir da sind, wird sich das Ganze noch ein bisschen, sind wir schon so Richtung 1000 Abos unterwegs. Dann ist eh erst auch die Frage, was für ein Community-Server wir in dem Fall laufen werden. Genau, zurück zu Kerbal Space Program. Kerbal Space Program wird jetzt so eine Zeit auf jeden Fall weiterlaufen. Wird aber wahrscheinlich mit demselben Move zum Neujahr ein komplettes Revamp gekommen. Bedeutet, ich werde das ganze Let's Play ein bisschen umdesignen und somit eher nur eine Folge die Woche bekommen. Oder alle zwei Wochen eine Folge. Dafür halt geschnitten, Musik hinterlegt und. Weil natürlich der Aufwand, Aufwand so relativ zwar gering ist, aber es auch sehr, sehr lange dauert, bis was passiert. Und ich deswegen gedacht habe, wir werden da draußen eine Art bisschen überarbeitete Show quasi machen. Werde ich aber mal ein Pilotprojekt machen. Und dann werden wir uns das Ganze anschauen. Ja, wirklich weiter. Vielleicht werden wir in der nächsten Zeit nichts verändern, beziehungsweise anpassen. Es wird viel passieren. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, viel zu verändern, viel zu machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Veränderungen, die ich mache, euch auch gefallen werden. Das ist sowieso immer so. Ich quassel jetzt schon wieder 6 Minuten über die ganzen Sachen, die hier passieren werden. Mit irgendeinem Video im Hintergrund, was ich wahrscheinlich gefunden habe. Captain of Industries wird weiterlaufen, bis wir zu den Raketen gekommen sind. Und dann wird das auch auslaufen. Überlegung wird sein, in was wir das danach gehen. Wir werden wahrscheinlich viele spannende Spiele insgesamt eh noch rauskommen bis zu diesem Zeitpunkt. Weil, wenn ich mir das anschaue, werde ich noch eine Zeit brauchen, bis ich da durch bin. Genau. Ja, genau. Ich und wenn mein Hirn wieder aufhört zu wissen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich bin außerdem, wie gesagt, immer dabei, also ich bin dabei, das ganze Mittel zu überarbeiten. Würde auch gerne in Zukunft wieder ein paar mehr Let's Play Togethers in dem Sinne machen. Wie früher, wo wir wirklich zu zweit, zu dritten Mal Let's Plays gemacht haben über längere Zeit. Ist aber natürlich, wenn jeder arbeitet, immer eine ganz schwierige Sache. Aber schau mal, vielleicht finde ich 1, 2 Leute, mit denen ich das machen kann. Irgendein Spiel wieder Let's Play Together mäßig, dann wird das auch wieder ein bisschen lustiger. Ja, genau. Das ist fürs Erste auf jeden Fall mal. Wenn ihr irgendwelche Gedanken habt oder Ideen, was ihr gerne sehen würdet oder was eure Idee ist, was wir noch machen sollten auf dem Kanal, könnt ihr das jederzeit gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Wir sehen uns dann heute Abend zur nächsten Folge Captain of Industries und werden schauen, was die Zukunft noch alles für diesen Kanal bringt. Also, bis dann. Ciao!